Moin Leute und herzlich willkommen zum achten Part von Let's Play Tomb Raider, beziehungsweise mehr oder weniger, denn es hat wieder ein paar Aufnahmeprobleme gegeben. Mein tolles Aufnahmeprogramm hat sich gedacht, ja, ich nehme einfach mal nur die halbe Folge auf und nicht die gesamte. Und das war auch alles ganz komisch, die Datei wurde mir nachher als 3,5 Stunden Datei angezeigt und bla und blub. Und auf jeden Fall ist es was falsch gelaufen. Ich habe dann auch die Audiodatei von meiner Stimme gelöscht. Und jetzt habe ich noch dieses Video und habe dann nachher gecheckt, die ersten 10 Minuten von den 20 Minuten sind es dann doch. Und jetzt habe ich mir gedacht, zeige ich euch die wenigstens. Könnt ihr euch die jetzt angucken. Die laufen jetzt gerade auch schon im Hintergrund, wie ihr seht. Und dann wisst ihr halt einigermaßen, was passiert ist. Und jetzt gleich am Ende, wenn ihr es durchgeguckt habt, oder meinetwegen auch nur zum Ende spulen wollt, werde ich nochmal kurz was dazu sagen, was danach passiert ist, noch ein, zwei Sätze dazu sagen, damit ihr ungefähr wisst, was jetzt abging, weil ich nicht weiß, wie ich das jetzt, ja, ich sag mal, nachholen soll, da ich ja nicht wieder an den Punkt zurückspringen kann, wo eigentlich die Aufnahme angefangen hat, sondern da vorher schon ein Kontrollpunkt im Prinzip war. Ja, kann ich jetzt leider nichts machen, tut mir auch leid, ich bin auch mega aggro deswegen, aber ja. Ich hoffe, euch gefällt der Part trotzdem und würde ich sagen, lasse ich den Rest jetzt mal unkommentiert und wir sehen uns dann gleich zum Schluss wieder. Ugh!
Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Es ist eiskalt. Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird... Ja, an dieser Stelle bricht das Video dann auch leider ab, beziehungsweise die Aufnahme hat sie einfach mal selbstständig gemacht und hat gedacht, nö, da nehmen wir nicht mehr weiter auf und war auch mittendrin, war wunderprächtig. Groß viel storymäßig ist jetzt nicht unbedingt passiert. Es war einmal so, ich habe eine neue Waffe bekommen, irgendwie so ein chinesisches Sturmgewehr. Das habe ich auch noch teilweise ein bisschen abgegradet. Einmal habe ich das Magazin vergrößert und ich habe Doppelmagazine dran gemacht und es gab noch einen neuen Gegnertypen, mit Schild, war jetzt nichts besonders Tolles, war halt ganz normal ausweichen, draufschießen, damit die Deckung mit das Schild nicht im Weg ist und bla und blub. Und dann zum Schluss storymäßig war ich noch nachher in so einer, ja ich sag mal Kommandozentrale, in so einer Schaltzentrale und die war halt im Arsch und jetzt muss ich auf so einen Turm klettern, um ja den ganzen Spaß manuell reparieren zu können, um dann später das Signal ja zu senden, um halt von dieser Insel runterzukommen. Und groß viel mehr ist auch nicht passiert. Ich starte auch im nächsten Part wieder in dieser ja Kommandozentrale oder wie auch immer man das nennen möchte. Und ab da geht's dann auch weiter. Also extrem viel habt ihr nicht verpasst, aber ich habe trotzdem Sonnenhals, deswegen, weil einfach wieder die Aufnahme versaut ist. Das hatte ich bei Far Cry 2, bei Far Cry 3 auch schon. Da war es zwar im Prinzip dann mein Fehler, aber diesmal war es dann wirklich ein Fehler vom Aufnahmegerät. Ja, kann ich jetzt auch nichts machen. Und ich, wie schon gesagt, ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen. Und dann will ich an dieser Stelle einfach mal sagen, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Part wieder, der dann auch vollständig wieder läuft. Und ja, Bananarama.